Ein Wald, vier Clans und alle wollen überleben. Das ist Variogates. Und damit herzlich willkommen zu meiner ersten Rezension. Ich stelle euch heute Variokids vor. Beginnen wir mit der ersten Staffel. Der erste Band von der ersten Staffel ist In die Wildnis. Geschrieben wurde Variokids von Erin Hunter. Das ist ein Autorenteam, bestehend aus Victoria Holmes, Sherris Baldry, Kate Carey und Tui T. Sutherland. Wobei Victoria Holmes der Ideenkopf ist, die meisten Ideen und das Geschichtliche und alles weiß und auch beschreibt. Und die drei anderen schreiben meistens nur und bringen das Ganze dann zu Papier. Die erste Staffel hat im Deutschen noch keinen richtigen Namen und im Englischen heißt sie einfach Warriors. Entschuldigung. In Variokids geht es, wie der Name schon sagt, um Katzen, die in einem Wald leben und in vier verschiedene Clans aufgeteilt sind. Darunter der Donnerclan, der Flussclan, der Schattenclan und der Windclan. In der ersten Staffel geht es grundsätzlich um Sammy. Sammy ist eine Hauskatze, welche am liebsten Mäuse jagen würde und Vögel und eigentlich lieber im Wald leben würde statt in seinem Garten. Und er guckt auch gerne über den Gartenzaun hinaus in den Wald und traut sich auch irgendwann in den Wald zu gehen und dort einer Maus zu folgen. Und trifft dann auf eine fremde Katze, auf Graufote, welcher ihn zu Boden stößt und von seinem Clan weghalten will. Und so passiert es, dass Sammy in den Donnerclan aufgenommen wird, weil Blaustern, die Anführerin des Clans, ziemlich überzeugt von Sammy ist, von seiner Art und wie er jetzt schon selbst als Hauskätzchen die Maus verfolgt hat und sich angeschlichen hat und so. Und so kommt er eben in den Donnerclan und wird dort in Feuerpfote umgetauft. Und in der ganzen ersten Staffel geht es eigentlich um Feuerpfotes Aufstieg zum Clan-Anführer und die Hindernisse, dass er eigentlich ein Hauskätzchen ist und nicht überall akzeptiert wird und auch wie soll ich sagen, es sehr schwer ist für ihn, die ganzen Legenden und Geschichten um den Clan und das Zusammenleben im Clan und mit den anderen Clans zu verstehen. Und immerhin gibt es auch der Sternclan, die Götter und Nachfahren? Ja, Nachfahren. Die Nachfahren der Katzen. Und er begegnet auch vielen Sternclan-Katzen. So muss er sich auch vielen Gefahren stellen. Das erfährt man in insgesamt sechs Bänden, womit die erste Staffel dann auch abgeschlossen ist. Aber es dreht sich nicht nur um Feuerstern, beziehungsweise Feuerpfote, Feuerherz und dann Feuerstern, sondern auch um den Rest des Clans, aber immer aus der Sicht von Feuerpfote erzählt, wie er sich zum Beispiel auch mit seinem guten Freund Graustreif anfreundet, welcher ihn ja am Anfang als Graupfote noch, oder wie er seine Gefährtin Sandsturm kennenlernte. Mir hat die erste Staffel sehr gut gefallen. Der erste Band erschien ja 2008 und ist ab 10 Jahren, wobei ich 10 Jahre, glaube ich, etwas zu früh finde, da in den Bänden auch sehr viele Katzen sterben und Kämpfe vorkommen. Ich würde eher sagen, so ab 12. Ist es für Mädchen und Jungs oder Frauen und Männer?
und lässt sich auch gut lesen und hat eine relativ große Schrift. Erschienen ist die erste Staffel im Belz Verlag als Hardcover und im Gulliver Verlag als broschierte Version. Hardcover kostet 14,95 € und broschiert 8,95 €. Ich hoffe, euch hat meine erste Rezension, die etwas holprig war, gefallen und würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlässt und mich abonnieren würdet, wenn ihr mehr erfahren wollt. Ich werde auch die anderen Staffeln rezensieren. Zum Schluss kann ich euch gerne noch die 6 Bände zeigen. Einmal in die Wildnis. Feuer und Eis. Geheimnis des Waldes. Vor dem Sturm. Gefährliche Spuren. Und zuletzt Stunde der Finsternis. Eins gibt es noch zu sagen. Und zwar finde ich die englischen Bücher von den Covern her um einiges schöner, muss ich leider zugeben. Aber die Staffeln werden von Mal zu Mal besser mit diesen kleinen Bildchen hier. Aber ich muss wirklich zugeben, dass das Englische schöner aussieht mit dem. Ach, ich zeige es euch hier. Also bis zum nächsten Mal.